Leute, Nintendo hat mal wieder unglaublich viele Angebote im Nintendo eShop und ich habe euch mal die 10 besten hier rausgesucht. Natürlich kann ich nicht alle hier vorstellen und für den einen oder anderen sind auch andere Spiele die besten Spiele. Daher checkt das doch einfach mal selber auf, geht einfach auf die Nintendo-Seite, klickt auf Nintendo Switch Spiele, setzt einen Haken in Angebote und bam, wühlt einfach mal ein wenig rum, ihr findet bestimmt sicherlich etwas. Jetzt starten wir aber einfach mal in die Vorstellung der Spiele. Das erste Spiel ist für mich persönlich schon mal ein Highlight, denn es geht um My Time at Portia. Mit My Time at Portia kam mein allererstes Video hier auf YouTube und das war am 16.04.2019. Und dieses Spiel ist aktuell für 7,49 € im Angebot, was soll ich groß sagen? Wer auf Live Sim Simulation steht, der wird mit My Time at Portia ja definitiv sehr glücklich werden. Wir sollen die alte Werkstatt unseres Vaters wieder mit neuem Glanz erstrahlen lassen, dafür müssen wir Aufträge erfüllen, Pflanzen anbauen, Tiere aufziehen und können sogar den Partner fürs Leben finden. Wer lieber Bock drauf hat, ein paar böse Buben zu vermöbeln, auch der wird in My Time at Portia nicht enttäuscht. Und es gibt noch so viel mehr. Die Story hat es auch in sich und ich glaube, ich habe gut 120 Stunden bis Storyende in dem Game verbracht und es war einfach wunderbar. Ich garantiere euch eine tolle Zeit in Portia und für den Preis von 7,49 € sollte man hier wirklich zuschlagen. Das nächste Game hat einen satten Rabatt erhalten und zwar ist die Rede von Mario & Rabbids Kingdom Battle. In diesem verrückten strategischen Abenteuer treffen zwei Welten aufeinander. Unsere Aufgabe ist recht einfach, denn die besteht darin, ein ungewöhnliches Heldenteam zusammenzustellen, um die Ordnung im Pilzkönigreich wiederherzustellen. Hierzu müssen wir uns in 4 abgedrehten dynamischen Welten in rundenbasierten Kämpfen durchschlagen. Ich persönlich muss sagen, dass mir das Spiel jetzt nicht so super viel Spaß gemacht hat, es ist allerdings auch nicht mein Genre. Fasziniert war ich auf jeden Fall von der farbenfrohen Welt, die ich auch optisch wirklich ansprechend fand. Und man musste auch hier und da knifflige Kämpfe bestreiten. Daher glaube ich schon, dass das Spiel für den einen oder anderen interessant sein könnte, denn aktuell ist das Spiel für 14,79 € statt 39,99 € im Angebot. Wer nicht kochen kann, ist hier genau richtig, denn in Overcooked 2 geht es hier und da sicherlich mal drunter und drüber und wir müssen mit Kochen wieder einmal die Welt retten. Wie im Vorgänger bereits bekannt, müssen wir innerhalb eines Zeitlimits mit allerhand Zutaten jonglieren und damit dann den vorgegebenen Gerichte kochen und auch noch den Gästen servieren. Was wir genau brauchen, sehen wir immer am oberen Bildschirmrand. Ihr stellt euch jetzt sicherlich die Frage, warum soll ich mir dieses Spiel überhaupt kaufen? Und die Antwort ist ganz einfach, wenn ihr ein Spiel für euch alleine sucht, dann lasst es lieber. Denn auch wenn man Overcooked 2 alleine spielen kann, macht es doch erst richtig mit 2 oder sogar noch mehr Spielern Spaß. Für mich ist es sogar ein Partyspiel, was man definitiv mit mehreren zocken muss. Ob Couch-Koop oder sogar online ist aber egal. Wobei ich persönlich den Couch-Koop doch bevorzuge, denn dann entfaltet das Spiel seinen ganzen Charme und es macht einfach Spaß, sich zusammen in das Kochchaos zu stürzen. Noch mehr Spaß macht es natürlich, wenn man nicht den vollen Preis zahlen muss und aktuell kostet Overcooked 2 12,49 € und ist somit um 50% reduziert. Mit Assassin's Creed The Rebel Collection erhalten wir 2 Assassin's Creed Teile und das für gerade mal 24,99 €. Im Pack enthalten ist Assassin's Creed 4 Black Flag und Assassin's Creed Rogue. Ich finde Assassin's Creed wirklich cool und ich habe damals die ersten Teile wirklich super gerne gespielt, allerdings bin ich nach Assassin's Creed 3 ausgestiegen und somit kann ich zu Black Flag und Rogue persönlich gar nichts sagen. Ich habe hier auf dem Kanal schon einmal Assassin's Creed 3 Remastered angespielt und war ja von der Performance durchaus positiv überrascht. Ich gehe einfach mal davon aus, dass es bei der Assassin's Creed The Rebel Collection sich ähnlich verhält. Jedenfalls werden die beiden Titel bei mir auf der Switch landen, denn für 24,99 € nehme ich das gerne mal mit. Wenn ihr das auch machen wollt, dann habt ihr noch Zeit bis zum 16.11., denn so lange ist Assassin's Creed The Rebel Collection im Angebot. Summer in Mara ist der nächste Titel auf meiner Liste und auch dieses Spiel habe ich schon gespielt und ich muss sagen, es ist ein wirklich schöner Indie-Titel. Der Weg ist das Ziel, könnte man sagen. Der Hauptfokus liegt auf so einer Art Crafting-basiertes Farming-Gameplay und wir haben auch die Möglichkeit, die Meereswelten relativ frei zu erkunden. So können wir unter anderem auch verlassene Inseln entdecken. Das selbst angebaute Gemüse, gezüchtete Tiere oder andere Crafting-Materiale wie zum Beispiel Stein, Holz oder Metall können wir dann in den Städten und Märkten der Welt verkaufen. Es gibt über 150 Quests, was uns eine ungefähre Spielzeit von ca. 30 Stunden einbringt. Wenn wir mal nicht als Farmerin unterwegs sind, dann können wir die Weiten des Meeres erkunden und dabei das dynamische Wetter bestaunen. Die Entwickler von Summer in Mara haben in einem Interview einmal bekannt gegeben, dass sie sich zum Beispiel von Spielen wie Stardew Valley oder den Zelda-Teil The Wind Waker haben inspirieren lassen. Und ich finde, das kann man an gewissen Stellen auch ganz gut merken. Wer ein kurzweiliges Spiel für knapp 15 € sucht, dem kann ich Summer in Mara empfehlen. Wer sich noch nicht sicher ist, kann sich ja erst einmal die Demo im Nintendo eShop herunterladen. Summer in Mara ist für 15,39 € im eShop erhältlich.
kommen wir mal wieder zu einem schönen Titel. Denn mit der Nintendo Switch können wir jetzt auch überall ausbrechen. Die Rede ist von The Escapist 2. Ziel ist es, aus einem Gefängnis oder zum Beispiel aus einem Gefängniszug auszubrechen. Und das Tolle ist, es wird immer mehrere Möglichkeiten zum Ausbruch geben. Während wir unseren Ausbruch vorbereiten, müssen wir aber teilweise auch dem Gefängnisleben folgen, damit wir unseren Ausbruch auch in Ruhe vorbereiten können. Natürlich müssen wir auch kreativ sein und einige Dinge miteinander kombinieren, um zum Beispiel neue Gegenstände zu erhalten. So ergibt eine Socke und eine Seife ein schlagkräftiges Argument, mit welchem wir zum Beispiel andere Häftling kurzzeitig schlafen legen können, damit wir an deren Items kommen, die uns dann im weiteren Verlauf des Ausbruchs hilfreich sein könnten. Es gibt 10 Gefängnisse, einen Splitscreen-Modus für 2 Spieler Couch-Koop und einen Online-Mehrspieler-Modus für bis zu 4 Spieler. Ich muss sagen, für den Preis für 4,99 € kann ich euch das Spiel nur wärmstens ans Herz legen. Das nächste Spiel habe ich schon häufiger in meinen Videos erwähnt und auch gelobt, und das, obwohl es in Düsseldorf entwickelt wurde. Mit Stranded Sails Explorers of the Cursed Island erhalten wir ein wirklich tolles Open-World-Erkundungs-Farming-Spiel voller Quests und Entdeckungen. Zum Anfang erleidet unser Hauptcharakter Schiffsbruch auf einer mysteriösen Inselgruppe. Es liegt dabei an uns zu überleben und die Geheimnisse der einzelnen Insel zu lösen und schlussendlich zu entkommen. Wir können Felder bestellen, bauen, kochen und auch kämpfen. Wir errichten uns ein Lager und sind auch für die Überlebten, welche wir im Verlauf des Spiels finden, verantwortlich. Ziel ist es, ein neues Schiff zu bauen, mit welchem wir die mysteriösen Inseln dann wieder verlassen können. Wir können weitere kleine Inselgruppen bereisen und so Schätze und wertvolle Gegenstände finden, die für eine erfolgreiche Flucht nötig sind. Es erinnert mich wieder mal daran, dass ich das Spiel endlich weiterspielen muss, ist vielleicht auch mal wirklich was für den Stream. Apropos Stream. Ich streame regelmäßig auf Twitch, wenn ihr mir dort noch nicht folgt, das könnt ihr gerne machen, Link ist unten in der Videobeschreibung. Fans von Plattformen aufgepasst, denn hier kommt ein echter Schnapper. Die Rede ist von Rayman Legends in der Definitive Edition. Rayman, Globox und die Kleinlinge wandern durch den Zauberwald, als sie ein geheimnisvolles Zelt gefüllt mit einer Reihe von faszinierenden Gemälden entdecken. Als sie diese näher betrachten, bemerken sie, dass jedes Bild scheinbar die Geschichte einer geheimnisumwobenen Welt erzählt. Plötzlich werden sie in eines der Gemälde gesaugt und befinden sich in einem mittelalterlichen Land wieder. Das Abenteuer kann beginnen. Die Bande muss sich laufend und springend durch die fantasievollen Welten kämpfen. Dabei stellt sie sich den außergewöhnlichsten Herausforderungen und lüftet die Geheimnisse der legendären Gemälde. Der Kung-Fu-Modus bietet exklusiv für die Nintendo Switch einen Solo-Modus und einen Turnier-Modus, in dem sich bis zu 8 Teams miteinander messen können. Außerdem können 2 Konsolen für den lokalen Couch-Koop miteinander verbunden werden. Ich persönlich habe das Spiel noch nicht gespielt, es wird aber definitiv auf meiner Nintendo Switch landen, denn aktuell ist das Spiel um 75% reduziert und somit zahlen wir bis zum 16.11. nur 9,99 € statt 39,99 €. Auch das nächste Spiel wird bei mir auf der Nintendo Switch landen, und zwar geht es um den Roguelike Dungeon Crawler Hades, welcher auch erst am 17.09. im eShop gelandet ist und aktuell einen Preisnachlass von 20% erfährt. Wie bereits schon erwähnt, ist Hades ein Roguelike Dungeon Crawler, und für so zwischendurch mag ich solche Spiele, die actionreich und schnell sind. Als unsterblicher Prinz der Unterwelt nutzen wir die Kräfte und mythische Waffen des Olymp, um uns aus den Fängen des toten Gottes höchstpersönlich zu befreien. Jeder Fluchtversuch ist dabei einzigartig, macht uns stärker und enthüllt dabei neue Geheimnisse. Ich habe mir schon ein wenig Gameplay-Footage angeguckt und ich bin von der Atmosphäre im Spiel wirklich begeistert. Und an dieser Stelle möchte ich auch mal lobend den Soundtrack erwähnen, denn der ist in Hades wirklich einmalig. Die Preisreduzierung ist jetzt nicht der Wahnsinn, aber immerhin können wir 5 € sparen, denn Hades steht noch bis zum 5.11. für 19,99 € im Angebot. Wer es reduziert haben möchte, sollte sich also beeilen. Ich bin raus, haut rein.